Bainukabai ist ein interreligiöses Fest und eigentlich ist es noch viel mehr. Im Münchner Norden leben viele Menschen aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Religionen und die Idee ist, sich gegenseitig kennenzulernen, die Religion kennenzulernen, die Kultur, aber auch die Menschen und gemeinsam zu feiern. Denn was man kennt, das macht einem keine Angst mehr. Und eigentlich ist es gedacht als ein Beitrag zum friedlichen Miteinander. Das tust du gar nicht, die kannst du malen, wenn du möchtest. Bainukabai ist die Abkürzung für drei Feste von den drei großen abrahamischen Religionen, nämlich für Weihnachten, Chanukka und Bairam. Und vor 6 Jahren haben wir Bainukabai zum ersten Mal gefeiert und da waren alle drei Feste im Dezember. Ja, und das Mitmachen beim Gewinnspiel. Es geht um das ganze Bainukabai, um die verschiedenen Religionen, die hier vertreten werden. Der Fragebogen, den wir da am Eingang verteilen, ist nicht nur ein Fragebogen, das ist sogar ein Gewinnspiel. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können mit diesem Fragebogen zu den verschiedenen Religionsvertretern, die wir im Saal haben, gehen und dort eben sich diese Fragen beantworten lassen. Also es dreht sich viel um die verschiedenen Religionen und die verschiedenen Götter und verschiedene Gebräuche in den Religionen. Und im Idealfall erfahren sie natürlich alles und füllen den Fragebogen komplett aus, geben uns den wieder ab und nehmen damit am Gewinnspiel teil für einen Kinogutschein. Ja. Das ist Platz für Nikolaus, dass er reinkommt kann mit dem Weihnachtsmann. Könnt ihr uns denn unterscheiden? Ja. Was unterscheidet uns denn? Der Bischof ist ja ein Hirte. Und habt ihr schon mal Hirten auf dem Feld gesehen? Die haben auch so einen Stab. Das ist ein Hirtenstab. Ja. Wisst ihr, wo der Weihnachtsmann zu Hause ist? Wo wohnst du eigentlich? Wo ist mein Geschenk? Wisst ihr das, wo der Nikolaus wohnt? Das musst du sagen. Oder wer? In der Türkei. Weißt du was, Weihnachtsmann? Ich glaube, die Kinder, die können bestimmt heute passend ein tolles Lied singen. Können wir was singen? Nächstes Jahr machen wir es wieder zum 7. Mal bei Bainukabai.
vorbei und dann wird es bestimmt wieder genauso schön wie dieses Jahr. Also, tschüss!